Herzlich willkommen zu einem neuen Video und auf dieses Video habe ich mich besonders gefreut, gleichzeitig auch mein erster Gast hier bei mir im YouTube-Kanal und zwar ist das der Robert von Beamerboy und ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, wie man so einen Beamerkasten bauen kann und heute soll es darum gehen, wie die ganze Technik eingebaut wird, also so ein Beamerlift, wie man den, was das überhaupt ist und wie man den einbaut und was es für Vorteile hat etc. Ich bin bereits vor, ich glaube, 6 Jahren oder so, bin ich das erste Mal auf das Produkt von Robert gestoßen, als ich eingezogen bin und wie jeder dann so ein bisschen mit Träumereien hatte, was man so alles im Haus machen kann. Da war ja auch Heimkino schon mal so eine Idee. Und da habe ich schon mal so ein bisschen recherchiert und bin da schon auf den Beamerboy von Robert gestoßen. Und jetzt mit dem Heimkino wurde das Ganze wieder aktuell. Und da habe ich den Robert einfach mal angeschrieben, ob er Lust hätte, mal sein Produkt hier vorzustellen. Und das hat er gerne gemacht. Und deswegen begrüße ich erstmal Robert hier. Willkommen. Hallo Mario. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und du hast ja dir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und ja, stell doch gerne mal dein Produkt vor. Ja. Also du hast mich ja gefragt, Mensch Robert, das sieht ja alles so toll aus, was ist denn so besonders an dem Ganzen? Ne? Genau. Und das Besondere jetzt daran ist ja, dass es ja kein, an sich kein fertiger Lift ist mit einer bestimmten Baugröße, sondern dadurch, dass es ja, sag ich mal, ein individueller Bausatz ist, kann man ja die Größe selber bestimmen. Und somit praktisch für jeden Beamer geeignet, ne? von der Größe her. Ja. Und dazu muss man sagen, man verguckt ja immer, was es für Alternativprodukte gibt am Markt. Und preislich und qualitativ vor allem ist man hier in einer ganz anderen Größenordnung. Also Größenordnung ist vielleicht das falsche Wort. Also wir sind hier bei einem Komplettpreis, bei einem Beamerlift von unter 500 Euro. Geht los bei? Also es ist ja bei 350 Euro beginnt, sag ich mal, das Mechanik-Set. Da handelt es sich wirklich um diese ganzen Teile, die man braucht, um die Mechanik auszuführen. Und dann braucht man natürlich noch einen Motor, beziehungsweise auch eine Energiekette. Also was, also insgesamt, wenn man alles pipapo nimmt, sind es so knapp unter 500 Euro. Es sei denn, man hat natürlich irgendwie einen Rohrmotor zu Hause, will deinen eigenen nutzen oder auch die eigene Steuerung nutzen. Das kann man alles machen. Also ein Wahnsinnspreis, wenn man mal mit anderen Produkten vergleicht, die hier von ganz Fernost kommen. Und wenn man ein bisschen die Bilder hier in Detail mal einblenden, was das für eine Qualität ist, ist das echt ein super Preis. Also wenn ihr euch für einen Beamerlift interessiert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal hier beim Beamerboy vorbeizuschauen. Guckt euch das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier den ersten Eindruck ja bereits bekommen können und muss sagen, die Qualität überzeugt auf jeden Fall. Du hattest ja angesprochen, es gibt verschiedene Größen. Mhm. Erzähl mal, auf was muss man da achten, was für Größen gibt es? Okay. Also an sich gibt es zwei Varianten. Einmal die Standardvariante und einmal die Kompaktvariante. Die unterscheiden sich, ich zeige das mal hier, in den Schenkeln kann man das gut sehen. An sich sind die Mechaniksets oder die Beamerlifte identisch, bloß diese Schenkel von den Scheren, Scharnieren sind unterschiedlich. Und das hat folgenden Grund, damals gab es sie halt eben bloß mit dieser längeren Form und da habe ich dann immer wieder Anfragen bekommen, ja, ich kriege meinen Beamerlift nicht rein, also die Länge von vorn nach hinten. Ich kriege den nicht rein, weil oben in der Decke, in der abgehangenen Decke, da sind ja immer die ganzen Balken und Leisten, ne? Und der muss ja dazwischen passen. Und die abgehangenen Decken sind meist immer so, diese Balken sind dann mal so 50, 55 cm Abstand. Und da kriegt man natürlich dann diese längere Form, weil die braucht mindestens 60 cm, die kriegt man nicht rein. Oder man muss natürlich irgendwelche Balken da wegschneiden oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es gibt auch eine Kompaktvariante. Da sind die Schenkel eben halt 10 cm kürzer, sodass er insgesamt nur maximal 50 braucht. Und da passen dann die meisten dann auch alle rein. Aber es geht auch um die Tiefe, wie weit das Ganze Genau, und bei beiden Varianten, egal ob kompakt oder jetzt Standard, gibt es dann halt die Variante M, L und XL. Das ist einfach bloß dann, wie weit er dann eben runterfährt. Ja. Ja. Also für jeden Anwendungsfall eigentlich richtig, was dabei. Ja. Und das nicht genug, es gibt es auch in verschiedenen Farben. Wir haben sogar mal ein paar mitgebracht. Es gibt ja hier das Silber. Silber, ja. Genau, also klassisch. Ne? Klassisch Silber für den, dann halt vielleicht für die dunkle Variante im Heimkino-Keller schwarze Variante, genau. Sieht auch sehr hochwertig aus. Ja. Also da kann man auch die Schrauben dazu, weil hier haben wir ja auch die Schrauben, die natürlich dazugehören, dann natürlich dann auch in schwarz wählen, sodass es wirklich komplett schwarz ist. An alles gedacht. Ja. dann hier die Variante Prisma-Blau. Genau. Also es ist eine Limited Edition, also wenn die weg ist, ist sie weg. Ja.
Auch sehr, sehr angesagt, ja, weil die sehr schön ist, weil wenn es hell ist, dann wirkt dieses Prismablau auch recht hell, an sich recht hell, aber sobald das Licht weggeht, ist es auch ein sehr dunkles, graues Blau. Also auch wirklich was sehr Besonderes. Und ich habe mich ja für die Variante Champagner entschieden. Mhm. Die sehen wir jetzt hier mit den ganzen Einzelteilen. Bei mir jetzt im hellen Wohnzimmer und haben wir uns jetzt zusammen mit der Frau natürlich, die muss ja immer ein bisschen entscheidend mitreden, für diese Variante entschieden. Und auch die muss ich sagen, also wie alle Farben, gefallen mir wirklich sehr gut. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was billig ist, sondern das ist wirklich was, was sehr hochwertig, was auch vom Material, was vor allen Dingen dann nachher auch hält, ne? Und richtig, auch gut aussieht. Genau. Ja, der Vorteil an sich ist ja auch noch, dass du, das ja kein vorfestgeschriebenes Produkt ist, man sich es ja selber zusammenbauen kann. In dem Sinne, man nimmt halt eben wie du jetzt hier dieses Champagner und kann jetzt sich überlegen, okay, nimmt man jetzt weißes Band dazu oder schwarzes Band oder auch eine weiße Energiekette oder eine schwarze Energiekette. Also man kann den auch, sag ich mal, individuell auch so ein bisschen gestalten, was das Äußerliche angeht. Und natürlich auch, je nachdem, wie seine Gegebenheiten sind, was wir ja gerade schon mal angesprochen haben, dann ein bisschen variieren, indem man die Beamerkasten größer, kleiner baut. Muss natürlich klar passen an die drei Varianten, aber ich bin da ein bisschen flexibel. Ist kein starres System, sondern ich kann das so im Prinzip anpassen. Kann vielleicht mal 5 cm nach links, nach rechts gehen, je nachdem, ob ich dann Kabel schon habe oder und so weiter. Das ist ja auch das Schöne und das Praktische, dass ich da wirklich flexibel bin, was das Ganze angeht, zu verbauen. Ja, und was ist alles mit dabei? Jetzt im Mechanik-Set an sich selbst? Das komplette... Genau, okay, Set. Also wir haben jetzt hier natürlich die ganzen Bauteile, ich denke mal, das wird man hier alles sehen. Eine Besonderheit an dem ganzen Lift ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist auch dieses Teil. Das ist, ich meine, kann man das hier irgendwie in der Kamera sehen oder dort drüben? Jetzt blenden wir es gleich nochmal scharf ein, ja. Das ist, sage ich mal, die Gurtbefestigung mit Höhenausgleich und Feinjustierung. Also das gibt es auch so auf dem Markt nicht. Ja? Was macht dieses Teil? Folgendermaßen, hier ist noch, sag ich mal, eine Feder drin, das werden wir dann im Detail nochmal zeigen. Eine Feder drin, dass wenn die Platte nach oben geht, ist es so, dass ja dann eventuell die eine Seite oder die andere Seite nicht gleichzeitig oben ist. Ja? Und diese Differenz auszugleichen, haben wir hier nochmal eine Feder drin. Ja? Beziehungsweise auch, wenn der Motor oben ankommt, dass er nicht abrupt direkt hart gestoppt wird, sondern halt durch die Feder noch einen kleinen Federweg hat, dass er nicht so das Getriebe, sag ich mal, geschont und der Motor wird geschont. Ja. Ja. Vorne hat man noch eine Feinjustierung, heißt, wenn man, sag ich mal, oben schon relativ nah an der Kante ist und man möchte jetzt nicht mehr am Motor selber den Endpunkt verstellen, kann man hier, sag ich mal, noch 6 mm dadurch selber nochmal feinjustieren, wann er wirklich halten wird. Was eigentlich wirklich auch nochmal ein richtig cooles Feature ist, weil bei anderen Beamer-Liften ist es so, natürlich kriegt man es nie hundertprozentig wahrscheinlich installiert und dann hat man, wenn es doof läuft, wirklich eine kleine Lücke nachher zwischen Kasten und dem Deckel und was du gerade angesprochen hast, hier hat man halt dadurch die Möglichkeit, das Ganze wirklich plan nachher zu schließen, ne? Ohne dass man hier entweder zu knirsch oder zu weit ist. Ja, okay. Also auch nochmal ein Vorteil, den andere Beamer-Lifte hier nicht bieten. Ja? Also, genau. Ja. Was gehört noch so dazu? Also zum ganzen Lift gehört natürlich mal klar die Mechanik. Bei den ganzen Liften, wo sag ich mal, der Lift mehr als, sag ich mal, 20 cm ausgefahren wird, würde ich immer eine Energiekette empfehlen. Mhm. Weil hier wird natürlich das Kabel, wird natürlich da drin geführt und wenn man mehr als 20 oder 30 cm rausfährt, dann kann es ja durchaus sein, dass das Kabel, sag ich mal, irgendwo ungünstig liegt und beim Hochfahren natürlich dann irgendwo eingeklemmt wird oder in der Schere eingeklemmt wird oder in der Decke eingeklemmt wird. Deswegen ab mehr als 20 cm hoch würde ich auf jeden Fall immer eine Energiekette dazu nehmen. Und sieht auch besser aus, finde ich. Ja, geordneter. Genau, in weiß und schwarz. Genau, weiß und schwarz, genau. Klar, es gehört dann noch ein Motor dazu. Der ist jetzt mit 13 Newtonmeter, heißt, man hat eine Zugkraft von maximal 30 Kilo. Das sollte auch für die meisten... für jeden normalen Beamer eigentlich reichen. Ja, ne? Genau. Gut. Okay. Was ich ganz vergessen habe, dich zu fragen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Wie bist du dazu gekommen, so ein cooles Produkt zu entwickeln? Ich muss sagen, es war aus der Not geboren, mehr oder weniger. Und zwar, wenn du sagst, du warst ja schon vor Ewigkeiten da auf meiner Internetseite schon drauf gewesen, da gab es ja, sag ich mal, bloß eine Bauanleitung. Also es gab ja das Produkt an sich selber gar nicht so zu kaufen, sondern bloß eine Bauanleitung, wie man sowas macht. Und das ist so entstanden, ich habe mir damals einen Beamer gekauft und meine Frau hat damals gesagt, der steht hier aber nicht im Wohnzimmer rum, das kannst du mal komplett vergessen. Den räumst du immer schön weg. Ich räume doch den nicht ständig weg, das ist doch, habe ich mir überlegt, okay, was kannst du machen? Dann habe ich dann auch im Internet gesehen, ja, es gibt Beamer-Lifte
Und dann bin ich mal raufgegangen und habe geguckt, was die Beamerlifte dann damals gekostet haben. Kosten sie heute immer noch. Ja. Und dachte ich, Moment mal, also mein Beamer hat irgendwie 1.400 gekostet und jetzt nochmal für einen Lift 1.400 Euro. Ich wollte gerade sagen, also es ist kein Witz, die kosten gut und gerne locker über 1.000 Euro, ja, sogar weit mehr. Ja, ja, genau. Und da ich gesagt, nee, das kaufe ich nicht, mache ich nicht. Und da ich ja nun selber, sag ich mal, auch ja gerne mal um mich rumbastel und da ich mir was überlegt und habe damals halt eben so eine Konstruktion gemacht, okay, wie könnte man den gestalten? Und ja, so habe ich dann halt eben den eigenen Beamerlift do-it-yourself dann konstruiert. Und dann gab es damals eben halt bloß eben so diese Anleitung, wie man das macht. Und es ging einige Jahre so, bis dann irgendwann einer dabei war, ich denke mal Andreas an der Stelle, der hat mich so weit genervt, weil der hat mich angeschrieben, hat gesagt, ja, das finde ich super toll und die Idee und aber ich kriege das nicht zusammen und ich habe zwei linke Hände und irgendwie jetzt extra irgendwie einen Metallbearbeiter und das kostet alles viel so Geld und mach das bitte für mich. Also nein, ich habe keine Zeit dazu. Aber der hat so lange, dann sage ich mal, war so hartnäckig, dass er gesagt hat, okay, für dich mache ich jetzt einen. Und dann kamen noch ein paar Veränderungen, habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du sowas so gestalten, dass ich das relativ schnell zusammenbauen kann. Und und so ist es dann entstanden, dass ich dann halt eben, so wie er jetzt ist, mehr oder weniger, den dann fertig gemacht habe und ihn dann, sage ich mal, dann zugeschickt habe. Und weil ich dann damals aber so ein Material da hatte, habe ich mir gedacht, okay, dann machst du aus dem Rest auch noch weitere Lift- oder Mechanik-Sets und wollte die damals eben halt eben nebenbei bei eBay irgendwie Kleinanzeigen oder sowas anbieten, habe dann so ein kleines YouTube-Video dazu gedreht. Und dann waren sie dir wahrscheinlich vor mich weggerissen. Ja, genau. Und bevor ich die wirklich bei eBay reinsetzen konnte, haben sich die Leute über YouTube gemeldet und gesagt, nee, gib mir mal einen. Ja, und so ist es halt eben entstanden. Ja. Und also ich habe schon im Vorgespräch und beim Auspacken gemerkt, also Robert ist auf jeden Fall wirklich ein Perfektionist. Also diese Produkte sehen wirklich, habe ich ja schon gesagt, wirklich top aus. Also eine Qualität für unter 500 Euro wirklich, sehr schön. Als nächstes werden wir jetzt das Ganze mal zusammenbauen. Genau. Dazu gibt es auf jeden Fall eine genaue Anleitung bei Robert auf der Seite. Genau. Und das werden wir jetzt nur ein bisschen mit Bildern hier so ein bisschen begleiten. Und dann werde ich euch schon mal zeigen, was ich falsch gemacht habe. die Fehler, die ihr dann vielleicht vermeiden könnt.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jetzt hier fertig geworden. Es hat dann doch ein bisschen gedauert, aber Dinge dauern nun manchmal. Jedes Projekt ist ein bisschen anders. Es läuft aber, so wie wir uns das vorgestellt haben, sehr gut. Dank Robert, muss man sagen, ging es dann doch relativ schnell. Ich glaube, wenn man das erste Mal macht, dann braucht man natürlich schon ein bisschen. Aber wenn man detailliert nochmal gucken möchte, wie es genau funktioniert, auf jeden Fall bei Robert das Einleitungsvideo nochmal anschauen. Darum sollte es ja jetzt nicht im Detail hier gehen. Aber vielleicht zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Ich habe im Vorfeld, weil ich ja wusste, dass Robert kommt, habe ich mir das Video leider nicht vorher angeguckt, habe aber schon in dem Beamerkasten die 4 Befestigungspunkte, also die Löcher durchgebohrt, um den Beamerkasten oben in die Decke zu machen. Und die habe ich leider genau in die Ecken reingemacht. Ja, und das war ein Punkt, den hätte man vermeiden können, weil genau an diesen Ecken natürlich die Aufhängung hier der Scharniere halt rankommt. Und die möchte man natürlich möglichst weit außen haben, dass man hier keinen Platz verliert. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist eine Kleinigkeit. Ihr habt ja im vorherigen Video gesehen, wie ich das Ganze gebaut habe. Und diese Blende, nenne ich es mal, dieses Blendenbrett, was ich hier unten dran gemacht habe, das mussten wir jetzt noch einmal durchbohren, weil wir mit einem Forsterbohrer hier von unten die Einschlagmutter reingeschlagen haben. Hätte man sich natürlich sparen können. Jetzt muss ich das Ganze nochmal spachteln und schleifen und wieder mit weißer Farbe machen. Aber das muss ich jetzt sowieso nochmal. Das ist ganz normal. Da sind jetzt halt ein paar Flecken von den Händen und so reingekommen. Okay, da hätte man natürlich sich den Arbeitsschritt einmal sparen können. Ansonsten hat es gut funktioniert. Wir haben jetzt als Steuerung für den Motor einen Fibaro Roller Shutter hier angeschlossen, der ja mit Z-Wave betrieben wird und bei mir ins Fibaro Home Center 3 mit eingebunden wird. Und so habe ich das auch mit bei mir im Smart Home System mit integriert. Wie man das Ganze macht, das zeige ich mal in einem extra Video, ist eigentlich keine große Sache. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch vielen Dank für Robert, mich einmal zu bedanken, der mich hier tatkräftig unterstützt hat und mit mir das zum Laufen gebracht hat. Jetzt heißt es eigentlich nur noch aushängen lassen dann, ne? Genau. Die Justierung. Wir haben den Beamer ja schon mal reingestellt, sodass jetzt ein Gewicht drauf ist, dass jetzt das Band, woran es letztendlich hängt, mal ein bisschen Belastung bekommt, sich ein bisschen aushängt. Genau. Und dann kann man die ganzen Feinheiten, die Feinjustierung. Die Feinjustierung nach oben, unten, wie auch immer, dann halt im Anschluss noch machen. Lassen wir jetzt mal einen Tag aushängen und dann ist das Ganze fertig. Richtig. Robert, vielen Dank. Gerne. Und
Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.